Als nächstes wollen wir in die ganz wilden Gegenden. Haben wir sowas nicht in Österreich? Majestät, ich hätte viel mehr den kulturellen Olymp aufzuwarten. Hofbildstelle. Seifenstein? Majestät. Wo sind wir jetzt? In Salzburg. Genauer gesagt, in Salzburg. Schau. Was gibt's da für Sehenswürdigkeiten? Jede Menge, Majestät. Da hätten wir zum Beispiel die Feste Hohen Salzburg, Schloss Mirabell, das Mozart-Geburtshaus oder der Dom mit seinem Platz, auf dem jedes Jahr der Jedermann aufgeführt wird. Übrigens mein Lieblingsstück. Die Handlung ist schnell erklärt. Ja, schon gut. Das wollen wir sehen, Sachenstein. Zu Befehl, Majestät. Alles dann. Seifenstein? 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 Seifenstein! Majestät! Sie sind wahnsinnig geworden! Pardon, Majestät! Du sollst umbringen! Ich dachte ja nur an jede legendäre Szene in Jedermann. Das große Festbankett, bei dem Jedermann... Jedermann! Stell dich Jedermann! Worum geht's in dem blöden Stickel überhaupt? Majestät, im Prinzip um einen reichen, mächtigen, durchaus gut aussehenden, egozentrischen, überheblichen, vollkommen größenwahnsinnigen Mann, der vom Tod heimgesucht wird. So? Wir waren schon lange nicht mehr beim Arzt, ne? Dann sollten wir uns wieder mal untersuchen lassen. Wenn Majestät meinen? Ja. Man weiß ja nicht, ob der Tod hinter einem lauert. Wer weiß, Majestät? Ja? Also gut, Seifenstein, bringen Sie uns den Typen, der diesen Jedermann geschrieben hat. Ich bedauere, Majestät, Hugo von Hoffmannsthal ist bereits verblichen. Okay, dann diesen Mozart, über den alle reden. Majestät, auch Wolfgang Amadeus Mozart ist schon tot. Dann den Kapellmeister, den Dirigenten von ihm, wie heißt der? Herbert von Karajan? Ja. Ebenfalls schon im Himmel. Sind alle tot in Salzburg? Ah, der Salzburger Schnürlregen, das hat ja keiner aus, alle hin, nicht? Lebt denn keiner mehr? Oder auch, Majestät, ich hätte einen, der immer wieder aufsteht, wenn er hinfällt. Ein Alkoholiker. Nein, Majestät, ein Held. Ach so? Der Doppel-Olympiasieger, dreifache Weltmeister und vierfache Weltcup-Gesamtsieger Hermann Mayer. Na, wie man am Applaus gehört hat, ist er gar nicht so unbeliebt, der Meier. Freut uns, dass er da ist. Wie geht's ihm denn, Meier? Vielen Dank, sehr gut, Ihre Majestät, sehr gut. Fesch ist er heute, ist das traditionelle Salzburger Tracht? Kein Geld, kein Gewand, immer fesch beinand, ja? Sagen wir bei uns, ja. Ein bisschen kurz die Hosen für alle Hens am Hof, aber... Ne? Sparmaßnahmen. Ach so, ist die noch aus der Jugend? Eine Lederhose wächst mit. Die wächst mit? Sie wächst mit, ja. Bei mir eher nicht, so kommt mir vor, aber normalerweise sollte sie mitwachsen, ja. War er mit der Hosen am Südpol unten, oder? Am Südpol, Ihre Majestät, muss man sich sehr warm anziehen. Ja. Wirklich sehr warm. Ja. Beim Krieg gegen die Preußen haben wir uns ja auch warm anziehen müssen, wenn wir wissen, ja, was wir müssen. Ja. Unser Kampf gegen die Preußen war auch hart. Wir wollen gar nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Es war letzte Woche schon im Fernsehen. Was uns eigentlich interessiert ist, hat er vorher gewusst, dass er mit zwei Männern und nur einer Frau in einem Zelt sein wird? Darum habe ich ja mitgemacht, weil eine Frau dabei war, wenn ich ehrlich bin. Und auf engstem Raum kommt die Frau nicht davon, das bin ich eigentlich sonst eher anders gewohnt. Und er hat jetzt meine Frau braucht zum Festhalten, oder was? Nein, ich brauche einen engen Raum. Wir zeigen jetzt ein paar Bilder, sehr berührende Bilder. Und wir haben auch ein
bisschen was zum Trost für ihn, falls er sich wieder rührt. Ja? Seifenstein, lassen sicherheitshalber die Augenweide kommen, bevor wir uns das anschauen. Zu Befehl, Majestät. Augenweide? Erst wenn die Augenweide in Position ist, können wir mit dem Film anfangen, gell? So, damit er was zum Trost hat, falls er... Oh, so. So. Jetzt können wir den Film zeigen, Seifenstein, jetzt ist er abgelenkt. Befehl, Majestät, Hofbildstelle. Ich hoffe dann, aber nach kurzer Bedenkzeit, entschieden, dass ich einen Schlussstrich ziehen werde und meine Karriere als Skirennfahrer im heutigen Tag beenden werde. Ja, der Stefan Benzner des Skisports. Seifenstein, Sie haben uns gesagt, da gibt es noch ein zweites Bilddokument, was ganz was Arges. Es ist ein herausragendes Dokument über die Unzerstörbarkeit Hermann Mayers. Wirklich? Hofbildstelle, bitte! Ja. 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 Ja? Seifenstein, wir verstehen jetzt nicht, warum das Publikum applaudiert. Er ist gar nicht weitergefahren. Warum ist er denn da nicht weitergefahren? Eure Majestät, was macht man denn nicht alles, dass man ins Fernsehen kommt, haben wir gedacht. Jetzt, wieso weiterfahren, wenn das auch genügt? Ja, schon bezeichnend für sein Leben, ne, dass ein Sturz mehr zählt als der Rest von seinen Erfolgen, ne? Leider Gottes, ja, so ist es in einer Karriere des Öfteren. Ja, wir können ein Lied davon singen. Was macht er denn jetzt so als Pensionist? Also außer am Südpol um ein Dummrennen mit Biefke. Ja, eure Majestät, was sehr wichtig ist natürlich, dieser Südpol besteht ja nur aus Schnee. Reiner Schnee. Fast so langweilig wie das, was uns jetzt gerade erzählt wahrscheinlich. Schon? Nein, also ich finde es sehr interessant. Nein, erzähl uns was Interessantes. Also wenn er nicht am Südpol ist, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Ab und zu besuche ich die Stadt Salzburg. Ja. Und dann schaue ich mir den Mönchsberg an. Ganz wirklich? Gerne. Ja, wirklich? Schau. Ich bewundere den Mönchsberg. Wirklich? Stehe oft tagelang da und schaue den Mönchsberg an. Ja. Da trifft man auch hin und wieder jemanden? Ja, es ist, wie ich so aufgeschaut habe, habe ich, glaube ich, sogar den Mozart gesehen. Und, wirklich? Ja, und ein... Seifenstein? Majestät, man merkt, dass Skifahren ein Einzelsportart ist. Also, Teamsport ist das keiner. Naja, nachdem er einer der größten Söhne unseres Landes ist, ja, ein, wie der Seifenstein sagt, wie haben Sie ihn bezeichnet? Unzerstörbar, Majestät. Unzerstörbar, ja. Hat der Seifenstein gemeint, er hat einen ganz speziellen Job für Sie. Wir wissen selber nicht, was für ein Job das ist, Seifenstein. Majestät, ich habe mir erlaubt, die kaiserliche Limousine neulich, wie man neudeutsch sagen würde, tunen zu lassen, Hofbildstelle. Was ist das jetzt? Ein Raketenantrieb, Majestät. Selbstverständlich bräuchten wir, ehe wir Majestät mit diesem Gefährt loslassen, einen Testfahrer. Also er, weil er unzerstörbar ist, nicht? Ja, bitte, dann geben Sie ihm heute den Job, Seifenstein. Zum Befehl, Majestät. Biedermeier. Was ist nachher das jetzt? Versteckte Reifeisenwerbung oder was? Ein kaiserlicher Crash-Test-Dummy. Hat er das verstanden?
Er darf sich zurückziehen, er muss aber auch einmal ein bisschen brav sein. Danke, Herr Majestät. Richtig. Ein großer Held, Safenstein.